Hallo und schön, dass du eingeschaltet hast. In diesem Video möchte ich dir etwas über Handgelenksschmerzen erzählen, ein paar Tipps und Tricks geben, wie du sie langfristig vermeiden kannst. Handgelenksschmerzen treten leider sowohl bei Anfängern als auch bei fortgeschrittenen Handbalancern recht häufig auf. Das Video dient dir allerdings nicht zur Eigendiagnose. Wenn du schon unter Schmerzen leidest, solltest du auf jeden Fall trotzdem einen Arzt aufsuchen, um dich dort professionell beraten zu lassen. Ich werde dir allerdings ein paar Hinweise geben, woher deine Schmerzen kommen könnten und auch ein paar Tipps verraten, wie du diese langfristig reduzieren und schließlich auch vermeiden kannst. Dazu kommen wir vielleicht erstmal zur Anatomie der Handgelenke. Wenn man sich so ein Gelenk anschaut, es ist natürlich recht klein und zierlich. Und was man jetzt auch so von außen natürlich noch gar nicht sieht, wie viele kleine zierliche Knochen im Handgelenk verbaut sind. Daher kann man sich vielleicht denken, ist es gar nicht mal so ungewöhnlich, dass man ab und zu Schmerzen bekommen kann, wenn man sein ganzes Körpergewicht auf die Hände gibt. Ein besonders häufig betroffener Bereich findet sich hier außen am Handgelenk. Dort ist der trianguläre fibrokartilaginäre Komplex vorzufinden. Kompliziertes Wort. Aber das ist ganz einfach der Bereich, an dem die Elle, also die Ulna, in die Handwurzel übergeht. Dort haben wir einen größeren Abschnitt im Handgelenk, der durch Knorpel und andere Gewebe aufgefüllt ist und dadurch sehr reizbar, gerade wenn wir viel Druck darauf geben. Das kommt zum Beispiel zustande, wenn deine Schulterposition etwas eingesunken und eher schwach ist und du eher innen rotierst in der Schulter, dann kommt hier außen viel Druck drauf. Eine weitere Möglichkeit ist auch das Rausdrehen, wenn du viel über den Handschuh drüber kippst und immer wieder abdrehen musst, kommt durch diese Abdrehbewegung auch immer wieder Druck hier außen in den Bereich und gleichzeitig natürlich noch etwas unkontrollierte, da du ja gerade am Abdrehen bist. Auch ungestreckte Ellbogen, das heißt, wenn die hier ein bisschen beugen in den Ellbogen, was natürlich eher eine instabile Handstandposition ist, gibt besondere Reize auf den Außenbereich im Handgelenk und kann daher zu Entzündungen dort führen. Um das also zu vermeiden, einfache Lösung: die Schulterposition korrigieren und einen korrekten technischen Handstand ausführen. Heißt, Schultern möglichst außen rotiert halten und die Ellbogen strecken und aus den Schultern rausdrücken. Zudem natürlich möglichst wenig überkippen und wenn, dann sauber abdrehen. Ein weiterer Bereich, wo häufig Schmerzen auftreten, ist die Handinnenseite bzw. hier gerade, wo die Beugersehnen ins Handgelenk verlaufen. Das sind auch Schmerzen, die man häufig aus dem Alltag kennt. Vielleicht hast du schon mal von Sehnenscheidenentzündung oder dem Karpaltunnelsyndrom gehört. Kann auch ganz einfach vom Sitzen am Computer und Tippen kommen oder viel Schreiben mit der Hand. Durch die vermehrte Belastung der Beugersehnen kann es also zu Verdickungen und Entzündungen hier in der Sehnenscheide kommen, was wiederum natürlich die Sehnen reizt. Das kann sich im Fall einer Sehnenscheidenentzündung eher wie ein Reiben anfühlen oder im Falle des Karpaltunnelsyndroms, wo ein Nerv eingeklemmt wird, kann es auch zu einem Kribbeln in Daumen, Zeige oder Mittelfinger kommen. Schmerzen auf der Handinnenseite sind also häufig auf ein Ungleichgewicht in der Muskulatur zurückzuführen. Dementsprechend musst du natürlich gegenarbeiten durch Dehn- und Mobilisationsübungen sowie Kräftigung der Unterarmmuskulatur. Auch auf der Handrückseite, also hier oben drauf, kann es zu Schmerzen kommen. Das kommt dann häufig von einem Handgelenksganglion, also eine Ausstülpung der Sehnenscheide auf der Handrückseite. Das macht sich häufig durch so eine Beule bemerkbar, die auch schmerzhaft ist. Das Handgelenksganglion ist etwas komplizierter zu behandeln. Manchmal bildet es sich spontan zurück oder es muss auch operativ behandelt werden. Eine weitere Möglichkeit für Handgelenksschmerzen ist natürlich ein Trauma. Das heißt, dass du durch einen Sturz oder ähnliches einen Knochen
oder auch anderes Gewebe in deinem Handgelenk beschädigt hast. In dem Fall führt natürlich nichts am Arztbesuch vorbei, da du unbedingt erst mal herausfinden musst, was die Ursache für deine Schmerzen sind. Die häufigste Ursache allerdings für Handgelenksschmerzen, wie wir sie beim Handstand erfahren, kommt durch ein Ungleichgewicht in der Muskulatur zustande. Das heißt, dass du mit Übungen, die entweder mobilisieren oder kräftigen, diese Schmerzen beheben kannst. Ein paar Beispielübungen dazu findest du bereits in einem anderen Video von mir. Generell solltest du aber trotzdem lieber nochmal bei einem Physiotherapeuten oder Arzt nachfragen, um zu wissen, welche Muskulaturbereiche konkret du kräftigen musst. Wenn du also nun schon Schmerzen hast, solltest du allerdings zunächst eine Pause einlegen, um erstmal den Strukturen in deinem Handgelenk die Möglichkeit zu geben, sich selbst zu heilen und Entzündungen zu beruhigen. Diese Pause muss keine komplette Ruhigstellung sein, eher solltest du Alltagsbewegungen möglichst normal durchführen und nach auch wieder Belastung, die zum Handstand hinführt, auf deine Handgelenke bringen, damit die sich an die Reize anpassen können. Des Weiteren solltest du natürlich immer auf ein ordentliches Warm-up vor deinem Handstandtraining achten. Also möglichst nicht zwischendurch einfach mal blind sich in den Handstand stürzen, sondern auf jeden Fall den Handgelenken erstmal ein paar sanftere Bewegungen geben, damit die Gelenke sich vorbereiten können. Womit du auch etwas experimentieren kannst, wenn du bereits Schmerzen hast, die vielleicht aber noch nicht sehr stark sind, ist der Trainingsuntergrund. Trainierst du auf sehr weichem Untergrund, haben deine Handgelenke sehr viel zu arbeiten. Das heißt, ich empfehle dir eher einen festen Untergrund, wie zum Beispiel Steinboden ist natürlich so eine Sache, da muss man sich auch erstmal trauen, aber auch eine sehr dünne Matte eignet sich oder ein Parkettboden. Es gibt auch Handstandbretter, auf denen du sehr gut trainieren kannst. Des Weiteren kann man natürlich auf Geräten trainieren, wie zum Beispiel Parallels oder auch Blöcken, die deine Handgelenke auch nochmal in eine andere Position bringen und dementsprechend an deinen Schmerzen vorbeiarbeiten. Außerdem, was ich sehr empfehlen kann, ist eine schräge Ebene, wenn du unter Handgelenksschmerzen leidest. Ich habe hier beispielsweise so eine Rampe aus dem Baumarkt. Und du siehst, das ist hier angeschrägt. Das heißt, man kann hier die Handgelenke in eine etwas weniger gebeugte Position bringen, was somit vor allem hier die Handgelenksinnenseite entlastet. Ein weiterer Tipp, den du ausprobieren kannst, ist deine Handposition zu variieren. Also wenn du jetzt nicht sagst, du gehst auf eine Rampe oder Parallels, Blöcke, kannst du auch experimentieren, ob es dir hilft, deine Hände ein wenig aus- oder einzudrehen im Handstand. Das verändert auch wieder die Position und entsprechend deiner individuellen Anatomie kann es vielleicht für dich besser sein. Ein letzter Tipp ist der Balancepunkt, das heißt der Punkt, in dem du das meiste Gewicht hast in deinem Handstand. Ich empfehle dir, den immer möglichst zentral zu halten und dann natürlich möglichst auf die gesamte Handfläche verteilt. Manchmal neigt man dazu, sehr auf der Außenkante in der Hand zu stehen, was natürlich den äußeren Bereich hier stark belastet oder auch sehr viel Gewicht in den Fingern zu haben, wodurch dann die Beugersehnen in der Hand überbelastet werden können. Versuche also, dass du dein Gewicht möglichst gleichmäßig über die Handfläche verteilt hältst. Das war's auch mit meinen Tipps und Hinweisen zu Handgelenksschmerzen und wie man diese vorbeugen kann. Ich hoffe, das hat dir weitergeholfen und du kannst somit dein Training ordentlich anpassen. Wenn du mehr zum Thema Handstand erfahren willst, schau gerne auch bei den anderen Videos vorbei. Ich freue mich, wenn ich dir weitere Tipps geben kann. Ansonsten ganz viel Spaß und natürlich viel Gesundheit für dein weiteres Handstandtraining.